Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead Season 2 Uff Pelzig. In der letzten Episode haben wir die erste Episode beendet. Und jetzt wollen wir uns auch ganz der zweiten Episode widmen. Und auf die bin ich auch wieder sehr gespannt, weil da wieder einiges passieren wird, wie wir es auch schon in der Vorschau gesehen haben. Und wir verlieren auch gleich mal keine Zeit mehr und machen Kapitel 2. Oder Episode 2, ein geteiltes Haus. Das erste war jo. Hoppla. Ah ne, das waren die Kapitelauswahler. Haben wir die Episode hier nicht parat noch? Doch, alles was übrig ist. Genau, das war die erste Episode. Wir kriegen ja gleich wieder gesagt, was so passiert ist in der letzten Episode. Und ja, die letzte ist leider. Letzte Folge ist von mir leider etwas kurz geworden, aber davor wird die wieder ein bisschen länger. Dann genießt es auf jeden Fall nochmal, was passiert ist. Und dann blende ich mich auch wieder aus und halt mein Schniss. Damit es nochmal effektvoll gezeigt wird, was ich so alles entschieden habe. Previously on The Walking Dead. I'm freezing. Wait till we get up to Wellington, then talk to me about coal. I'm gonna go look for more wood. Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit! Krista, run! I'm out. Grab her, let's go. Would someone mind telling me what the fuck is going on here? She was bit by a dog. For all we know, she could be working with Carver. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? I'm thinking about moving on. Well, you're welcome to stay here if you want. Jesus, Mary, and Joseph. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? You were in the woods with Krista. Please. Ah! I'm fine. I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Come this way. Damn it, you get your asses over here, both of you. Ja, das ist passiert in der letzten Episode. Und ich habe mich immer noch bewusst gegen den Nick entschieden, weil ich genau weiß, was mit dem da abläuft. Und ich bin eh kein Fan vom Nick, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann zwar noch vollziehen, aber ich finde der Alte wesentlich sympathischer. The Walking Dead. Und außerdem war der auch immer nett zu uns, von daher sollten wir auch bei dem bleiben. Okay. In Wohnwachheimer oder in irgendeinem Wachheimer uns gerettet, in Lieferwache. Die Situation ist nicht besser als mit dem Nick, bei dem sind wir in einer Hütte eingesperrt. On the downside, we can't get through them. Und jetzt glaube ich gebissen Woche, ne? Lass mal gucken, ob wir nicht amputieren könnten. Staring ain't polite. Come on out and say it. What are you going to do? Hand me that there. Yeah. Muss amputiert werden. It's worth a shot, I guess. I got nothing to lose. Other than my big leg. Richtig.
Wer weiß, ob das nicht zu spät ist schon, wie beim Lee. Auf jeden Fall muss abgebunden werden und er brauchte Beißholz. Ja. Hell. Just give me a minute. Try to get some rest. Man bräuchte was zum Abbinner. Irgendwas zum Abbinner und möglicherweise Abbrenner. Und ja. Was zum Desinfizierer, wenn man es dann abbrennen kann. Was haben wir da? Armbanduhr? Das wird nicht weiterbringen, ne? Wasser? Vielleicht bringt das irgendwas. Anything in that? Sorry, it's empty. Damn. I'll keep looking around. Okay, aber wenn der schon infiziert ist, dann bringt das, wenn ich es amputiere. Aber sie ist ja mehr oder weniger hier der Lee Junior. Sie müsste es eigentlich hinkriegen. Metallsäge. Die wird wahrscheinlich ja durch Knochen schneiden, aber das bringt uns jetzt nicht so viel, ohne wenn wir Bennett abbinden können. Zigarette, die sind immer gut. Ja, tätig armer Sarah. Zeigst du mir, wie das geht? Nee, komm. Die ist ein bisschen zu jung. Und das ist Luxusgut. Zumindest in der Apokalypse. Das ist ein Feuerzeug. Tatsächlich, ich hab sogar eins. Das ist ein gutes Zippo. Well, that tastes about as bad as it smells. Now what? We wait. Ja, lass den Mann wohl wenigstens rarer. So, draußen ist nichts. Schade, dass ich mich nicht noch weiter umgucken kann. Ich hab gedacht, vielleicht finde ich noch irgendwas. Okay, vielleicht hat sich jetzt auch die Lage draußen etwas beruhigt. Und er ist hoffentlich noch nicht tot oder verwandelt. Wach auf. Guck hier. Oh, Scheiße. Eine Waffe haben wir auch nicht, ne? Nur die Metallsäge. Das dauert, bis ich zum Hirn durchgesägt bin. Aber er klingt noch menschlich irgendwie. Untersuchen, Pete. Don't be dead, please. Ach du Scheiße, er sieht aber böse aus. Oh, damn it. I feel like 10 pounds of shit in a 5-pound sack. Der ist nicht schlecht. Jesus. Stuck in this can the whole damn day. You want to hear something funny? I've been thinking. And I don't want to die. Na, du fährst ein bisschen zu spät. I never thought I'd be the kind of idiot to say something like that. But there it is. I'm scared, Clementine. Jesus, I'm scared. What does it feel like? It feels like a rope was wrapped around my neck. Getting tighter every second. It feels like I can't... can't breathe. Das ist hier die Infektion geschuldet. Would you promise me you'll watch out for Nick? I love that stupid kid. No matter what you think. Mädel, kleines Mädel, was sich um den Erwachsenen kümmert, kann ich jetzt versprechen. I can't make any promises. He might be. Been almost a day. They ain't gonna find us.
Und ich mag an nichts verspreche, weil erstens mal wir wissen nicht, was mit ihm ist, und zweitens, was er vielleicht noch macht und wie er möglicherweise darauf reagiert. Falls er lebt. Oh. Jetzt wird er sich da wohl opfern, ne? Ja. Ich würde ihn eigentlich gern mitnehmen. You're coming with me. To do what? Die a couple hours later than now. Ja, aber bei Leuten, die er kennt. Ja, Eva, sowas, ne? Alright. I'll try. Es wäre mal lieber, wenn er in einem Umfeld sterben kann, was er wenigstens kennt. Like my daddy used to say, we're burning daylight. We're burning daylight, ist auch gut. Okay, ich versuche mit ihm zu fliehen. Red and Gold steht auf dem Truck. Okay, wow, das sieht aber jetzt auch schon aus wie der lebende Tod. Mm, natürlich. This ain't gonna work. Go on now. Find my nephew. You have to try. Said go. God damn it, go. Scheiße. Ah, das System ist wieder sehr geil gelöst, finde ich. Wie tut's leid um der Pete? Das war der einzige, der wirklich freundlich zu uns war in dem Haufe. Und die anderen werden es wahrscheinlich nicht nur vollziehen, während der Clementine einen Strick draus zu drehen versuche. Trophäe erhalten. Neuer Morgen. Ja, die werden ihr wahrscheinlich einen Schling draus zu drehen versuche. Episode 2, ein geteiltes Haus. Und sie wohl wieder dafür schuldig mache. Und verantwortlich mache. Vor allem der Arzt ist nicht so gut auf uns zu sprechen und die Schwanger ist nicht so auf uns zu sprechen. Boah, wir haben sehr viele Freunde da. Die zwei, das sind die, die uns hassen. Clementine, are you alright? Luke's not with you? Where's Alvin? Ach. What happened? Wo ist Alvin? Where are they? Clem. Erstmal nur Pete. What? What happened? Walkers. My God. Where were you? Where were you exactly? Ja, das wollte ich ja schon sagen. We gotta go. Just hold on a minute. My husband is still out there. Get the guns. Luke and Alvin went out looking for you. Oh. I told them not to go. Damn it, Luke. Clementine, okay. can you please watch Sarah? Ich würde lieber mit ne Gier. Just distract her and don't tell her anything. Ach. She gets nervous. Just go. Hurry. You'll be safe inside. Just don't open the doors for anything. We'll be back soon. Die Sarah will ich mich nicht kümmern. Ich mag die nicht. Die ist in Watte gepackt und hat auch keinerlei Interesse draus, aus der Watte rauszukommen, um zu checken, wie es eigentlich wirklich aussieht in der Welt. Und lebt in ihrer Traumwelt. Ich mag die echt nicht. It's so cool. Take one of me. Nein? Come on, take one of me. Please? Alter. Spinnerin. You shouldn't scare people like that. Sorry, I just wanted to cheer you up. Oh ja. Also, da bin ich cool. Isn't this the best? Nein. What's wrong? Where's my dad? Ich soll da ja nix sagen. Aber ich will nicht, dass die in Watte gepackt ist. You should know what's going on. He told you not to tell me, didn't he? Sarah wird sich daran erinnern. Oh my gosh. What happened? Clem? What's going on? He's dead. So, wo kleine Brise an Vorgeschmack von dem, was in der Welt wirklich los ist, Mädel. Aber die scheint ja wohl psychisch labil zu sein. Der Carlos hat uns so versucht zu warnen, dass die nicht wie andere Mädel ist. Die scheint wohl auch psychisch labil und total hinüber zu sein, geistig.
Will you show me how to use it? Eigentlich sollst du es schon wissen. If something's wrong, I should know. What if I have to use one? Nobody tells me anything. Okay, but it's not a toy. I know. Das sollte eigentlich jeder wissen in der Welt. It's just a thing. What does that mean? I don't know. Das, was der Lee halt beigebracht hat, ne? What do I do? The most important thing is, when you go to shoot, take a breath before you pull the trigger. Not that big. Du hast Sarah gezeigt, wie man sich verteidigt. Don't do that. Alter! Sorry, sorry. Hey, was? Maybe I could practice outside. Duselige Gretel. Hey, Luke's back. Manometer, was eine dappische Kuh. Nee, ich mag die überhaupt nicht. Generell ist mir die ganze Gruppe hier nicht geheuer und ich wäre eigentlich so schnell wie möglich wieder abgehauen und hätte noch der Krista wieder gesucht. Ah, Manometer. Okay, da kann ich gerade nicht hier. Der Gang ist magisch versperrt, da komme ich nicht durch. Okay. Hinausschauen. Du bist nämlich gerade hier bei einer vorbeigedappt, habe ich gesehen. Und wir sehen natürlich nichts. Wir gucken halt immer, wenn alles schon längst passiert ist. Oh, schleicht doch nicht so, Clementine. Aha, da latscht jemand. That's not Luke. Clem, I think I know him. Okay, wer ist es? He can't see me. You have to make him go away. Wer ist das? Who is he? I don't remember. Clem, I can't breathe. Alter, was ist... Da bin ich cool. So ein Klotz am Bäh ist es. Sarah Bleigewicht. Ja, komm. Das hat eh keinen Sinn, oder? Kann man genauso gut aufmachen und Infos rausquetschen. Hello. How are you? Okay. How are you? Well, I'm doing just fine. Thank you. Was ist stimmt. I are set up a ways down river. I'm kind of surprised we haven't run into each other yet. What's your name? Soll ich dir das sagen? Carly oder Clementine, wie ist denn du? Clementine. Sind wir mal ernst? Well, you look just like a Clementine. Dankeschön, ja. Schoppe Schorsch. Mind if I come in? Clementine. I've been out all morning and this heat has got me cooked. Would you please leave? Ach, da wohl nicht drauf, ne? It's a nice place. Is there anyone else around? Ah, Mann. You don't usually see cabins this big out here. Sure could pack a lot of folks in there. Just me and Dad. Da bin ich jetzt mal dabei zu lügen. Wird sich daran erinnern. Strong name. I like him already. Where is he? He's out. Well, I'll cut to the chase. I'm out looking for my people. 7 of them to be exact. They've been gone a long while and I'm worried they might have gotten lost. Maybe you've seen him. Ach, der find's doch eh raus. An old man. Spanish guy and his daughter. Quiet girl. A bit taller than you. Big black guy. This big. And a pretty little pregnant lady. Weich mal aus. A lot of people to lose. Tell me about it. This whole damn thing's a pain in the ass. Ich versuch ausweichen zu sein. Ich will eigentlich nicht nochmal lüge. Das war jetzt so im Affekt. Ich will eigentlich nach wie vor zu jedem hier ehrlich bleiben. Hopp. Was kommt als nächster Faller? Das ist auch immer so schnell, dass ich da antworten muss. Das ist gemein. Ja, well, I'm supposed to be doing the dishes. Just passing through or you been here a while? Hey, listen, kid. I hope you're not one of those nuts headed up north. Netzmesser. I'm not sure why you'd go anywhere after finding this place. Hell, I just got here and I already don't want to leave. Just passing through, going north. Whole lot of people headed that way lately. Me, I don't get it. There's just as much nothing up there as there is down here. Who have you met going north? Oh, hell, a lot of folks. Anyone named Krista? No, not that I can recall. Ist sie ein Freund von dir? Netzmesser. Dumme Idee.
does this go? Oh, I'll take it. Oh Mann, was eine Begegnung. Ich glaube, ich mache vieles falsch hier. Viel bunter Mischmasch und nichts funktioniert wirklich. It's a real nice place. Kinda cozy. Der Schoppe-Schorsch, der bringt uns hier ordentlich in Verruf. Und ordentlich in die Klemme bringt er uns, in die Bredouille. But a smart man. I miss him. What happened to him? Let's just say we had our differences. Sooner or later, people close to you will find a reason to cross you. Happens every time. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Well, well, White's in trouble. Three moves away from checkmate. What was that? Mann. I thought you said nobody's here. I didn't hear anything. Uh-oh. Ohne, dass er uns dort die Kuh über den Haufen schießt. Ich glaube, dann bringt uns der Carlos eigenhändig um. Ah, scheiße, scheiße. Ich glaube, so habe ich ihn bisher auch noch nie geantwortet in so einem komischen, bunten Mischmasch. Ich bin sonst immer irgendeiner Linie treu geblieben. Und das ist lang her, dass ich es gespielt habe und jetzt so im Affekt, Hilfe. Dann kommen irgendwie komische Antworten von mir. I told you, nobody's here. Seems that way. Oh Mann. Didn't mean to be rude. Couldn't just leave you here with a good conscience if someone was poking around. Right? Ja, genau, klar. Sure. Das hat ja noch Sei gemisst, natürlich. Must be someone who lived here. Must be. You have no idea who these people are, do you? Okay. They're my friends. Jetzt hört das Versteckspiel auf. How much did they trust you? Pete trusted me. He did, huh? You sure about that? Schon, ja. Beim Pete schon. Aber der ist ja leider jetzt tot. Well, I think I've troubled you long enough. I can let myself out. But wait, who are you? You have a real good day now. Er wird sich daran erinnern. Oh je, Trophäe erhalten in Silber, der Eindringling. Manometer. Where is he? Puh. He's gone. What if he comes back? Dann passiert was? Du kannst frohe Stelle, du Dappschädel. Also, das ist vielleicht der Gretel hinter der Heck. We need to find the others. Ja. We can't go outside. Dann sollte man dringendst raus hier, wenn die von dem Typ gejagt werden. Nick ist da. Luke. They told me about Pete. Carlos. You know where he is, right? Come on, let's go. A man was here. What? What did she say? Someone came to the cabin. Ist der Alvin Achto? Ja. And you just opened the door for him? Mm-hmm. Calm down, Rebecca. Calm down? I am calm. Oh, und die kreischt wieder wie am Spieß rum. I told you not to open the door for anyone. Ach, halt's Maul, die waren doch nicht dabei. Did he say what his name was? Die waren doch nicht dabei, die wissen doch gar nicht, wie es abgelaufen ist. You know damn well who it was. Did he say his name? Jesus. Nimm mal dieses Inquisitionsgericht hier. I didn't want to make him mad. Look, Clem, just tell us what he looked like. What was he wearing? Did he sound different? His voice was gravelly. Like how? I don't know, kind of deep and scratchy. He talked about you, Dad. Oh, und die muss wieder alles rausverzählen. Of course he won't, Sarah. Your dad's the nicest man I know, which is. Ja, lass es nicht. Wir scheißen alle Zuckerwatte hier. Not nice. Alter. You know these are bad people, sweetie. They will do or say anything to hurt us. All right, what do you think?
Did it seem like he'd be coming back? Ja, schon. He saw a picture of me. A picture? What were you doing taking pictures? Carlos. What? You need to calm down. All right, you're scaring your daughter. You told me to distract her. Distract? Sarah wird sich daran erinnern. Just an idiot? Sieh mal nett, das habe ich schon im Vorfeld gesagt und das habe ich nur den kleinen Fingerschwur habe ich nur gemacht, damit ich mich endlich heilen kann. Clementine must have surprised him. She hadn't been there. Well, he was too smart to stick around, but he'll be back with the rest. Ja, das kann man sich ja denken. Also ab hier und woanders hier. Ja. We have to leave now, sweetie, before he comes back with more bad guys. But it's gonna be okay. Let's just go get the Erstmal, warum frore, ne? Leave his camp? Because we had to. Okay. Clem, I don't know what he told you, but William Carver is a dangerous man. Okay. He's the leader of a camp not far from here, and he's very smart. We were lucky to escape. Look, I'm sorry to involve you, but now that he's seen you, you'll be safer with us. Und ja, klug hat mir schon erschienen. Vor allem ein Menschenkenner scheint es zu sein. Und dort mit einem sehr gefährlichen Mann, wenn der klug ist und Menschenkenntnis hat. Ja. Der Pete sollte man auf jeden Fall noch erlösen. Halte ich einfach sinnvoll. Der Pete sollten wir definitiv erlösen. Trophäe erhalten. Weiterziehen. Ja, just a little ways. Hey Clem. Sorry if I gave you some shit back there. Just a little on edge. Okay, ja, sie ist ja auch schwanger und sneaking around on us and taking advantage of my husband. Ist okay, aber I know you were in a tough spot. Why is Carver after you? After me? Es ist ja auch nett, dass sie sich dann entschuldigt, aber im Affekt nervt sie dann mit ihrem Herumgeknödel. He has a hard time letting go. Okay. I know you did your best back there. You know, none of us would make it on our own. Fordert aber auch gewisse Größe, dass man dann hier geht und sich entschuldigt. I'm not used to that. I'm not comfortable with that. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patience. Alvin and ja. I still don't know what to call her. Or him, if that man gets his wish. God help me. Any ideas? Clem? Da sind wir schon durch, ja, beim Red and Gold Warrer, beim Truck. Ich glaube, du liegst da auch schon, oder? Ja, das sind andere Walker. There. That's where we were. Okay. Drin ist wohl nicht, ne? He's not in here. This was the last place I saw him. Maybe he's around here somewhere. Würde mich interessieren, wenn ich ihm gesagt hätte, geh zurück zum Truck, ob er dann dort drin wäre. Aber vielleicht hätte das doch auch nicht gepackt. Keep your eyes open and stay in sight. Mhm. Okay. Oh, scheiße. Ja, da scheint ordentliches Gemetzel stattgefunden zu haben, ne? Hin am Felsen wahrscheinlich. Kann ja nicht sein, dass die Clementine die klügste von dem ganzen Haufe ist. Habe ich überhaupt eine Waffe? Ein Hammer, ne? Hammer habe ich. Hammer, Hammer. Ausgeweidet und sich an seinen Eingeweiden delektiert. Arme Sau. Jetzt kannst du noch der Schädel einschlagen. Guck dann an. Ah, er wurde erschossen sogar, okay. Das habe ich nicht gesehen. Dann ist er von irgendwelche rumstreuende Bande oder vielleicht um Carver umgebracht worden. We need to go. Okay, aber der Pete ist wenigstens wirklich tot. We gotta get moving. Come on, man. Ja, und sein Neffe ist halt, was sein Neffe ist halt scheiße. War wahrscheinlich noch das letzte bisschen Familie, was er gehabt hat. Die Wunde habe ich gar nicht gesehen im Kopf, bin ich ganz ehrlich. Also eine Hänse offensichtlich aufgerobbt, die Bauchdeck, so ein bisschen Fressorgie gefeiert an seinem Torso. Da hat ihn irgendjemand abgeknallt. The last thing he said was, he wanted to say goodbye to you. Nick wird sich daran erinnern. Fuck.
Okay, wenigstens das Schöne sollte man Sarah und nicht irgendwie, der hat Angst gehabt vom Sterben. Das wäre nicht gerade so schön. Aber ja, es tröstet vielleicht ein bisschen mehr, was ich ihm gesagt habe. Warum will jeder, dass ich auf den aufpasse? Und auf die Sarah auch noch? Ich muss Krista suchen, die ist mal wichtiger als ihr Gestalter. Okay. Der Alvin ist ja ganz nett und der Luke ist auch nett. Aber die Gruppe generell gefällt mir nicht so. We should be able to lose them up there. 5 days? It's gonna be okay, Beck. We have to keep moving now. It's our only choice. Okay. Huh. Wir sind jetzt auch schon bei über 30 Minuten, ihr liebe Leute. Und ich gucke jetzt erstmal, wann ich dann hier nochmal den nächsten Cut setzen kann. Weil das Problem ist halt immer, dass so viel 5 Tage später. Das Problem ist halt immer, dass so viele Szenen hintereinander passieren, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, jetzt wirklich einen richtigen Cut zu setzen. Und wo es möglich war, wäre es viel zu früh gewesen. Deswegen geht so viel Schlag auf Schlag. Aber das macht ja auch die Dynamik von dem Spiel natürlich aus. Weswegen dann wahrscheinlich mein Let's Play hier ein bisschen kürzer ausfallen wird, weil die Episode eben so lang sind. Du warst dann ganz gut, dass die letzte Episode ein bisschen kürzer war. See anything? She better see something. We've been walking for a damn week. Okay. Und was sehen wir da? Das sehen wir in der nächsten Episode. Also machen's gut bis dahin. Euer Yankee.